Hallöchen, Freunde, und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Diddy Kong Racing. Heute geht es direkt ins Maul von Wispic, und das kann nur eins bedeuten, und zwar ein epischer Fight zwischen mir und dem Schwein. Und er ist angeblich unbesiegbar. Das hoffe ich ja wohl mal nicht. Und es regnet, Freunde. Es regnet, als würde es kein Morgen gehen. Und es geht los, Freunde. Und ich sag euch, dieser Kampf jetzt ist richtig bescheuert. Ich habe schon zwei Aufnahmen gestartet und versucht hier irgendwie irgendwas zu schaffen. Aber ich sage euch, der Kampf gegen Wispic ist absolute Hölle. Und das kann ich schon vergessen. Und es tut mir leid, Freunde, aber ich werde jetzt zumindest am Anfang schon mal einen Safe State setzen. Denn immer wieder hier diesen Spaß mir anzusehen, das geht nicht. Und ich sag euch jetzt schon eins, also ich werde es jetzt eine Folge versuchen, wirklich ehrlich und ernsthaft zu versuchen. Und sollte ich das jetzt nicht schaffen, dann werde ich tatsächlich versuchen zu cheaten. Und ich kann euch jetzt schon mal versprechen, sollte ich es selbst mit Cheats nicht schaffen, Wispic zu besiegen, weil Wispic ist wirklich ein sowas von asozialer Gegner, das könnt ihr mir gar nicht glauben, dann könnte das echt das Ende bedeuten von diesem Let's Play. Also, ich habe jetzt wirklich schon ein bisschen privat versucht, ihn zu besiegen. Wie schon gesagt, zwei Folgen habe ich schon geopfert und es versucht. Beide gingen ungefähr eine halbe Stunde und ich schaffe ihn einfach nicht. Und das ist natürlich so ein Punkt, ja, der macht mich traurig, ne? Und der würde auch euch traurig machen. Und ich möchte natürlich auch irgendwie, dass es hier weitergeht in diesem Spiel. Von daher schauen wir jetzt einfach mal. Trick ist halt, man muss auf sämtliche Beschleunigungsstreifen. Und kurz vor dem Beschleunigungsstreifen muss man zusätzlich vom Gas gehen, damit man diesen grünen Power-Up-Schuss bekommt. Damit der Schuss hier nicht nach hinten losgeht. Und wenn einem das immer gelingt, dann kann man eventuell Wispic einholen. Und das Schlimme ist, ich habe mir sogar schon ein Video dazu angesehen, wo natürlich ein Typ das wieder recht einfach hinbekommen hat. Ne? Der hat das dann immer an dieser einen Stelle geschafft, ihn irgendwie einzuholen. Und ich muss sagen, ich fahre gerade gar nicht mal so schlecht. Und trotzdem fahre ich schlecht. Und das ist so eine Sache, wisst ihr, irgendwann hat man auch keine Lust mehr. Ne? Man will ja auch irgendwie ein bisschen das, die Zuschauer unterhalten. Guck mal, er ist schon weg. Er ist schon weg. Er ist so weit hinten. Wie soll ich das denn jetzt noch schaffen? Jetzt mal wirklich im Ernst. Ich müsste jetzt schon ihn längst überholt haben. Also das ist ein verlorenes Spiel. Und um ehrlich zu sein, das ist so assig. Und deswegen, wisst ihr was, habe ich ganz spontan überlegt, scheiße ich jetzt darauf, dass ich das jetzt in dieser Folge versuche, ehrlich zu schaffen. Ich versuche jetzt hier wirklich mit aller Manier und vielen Cheats zu schaffen, weil sonst war's das. Sonst ist dieses Projekt zu Ende. Und das wäre natürlich sehr schade, weil ich müsste das Projekt dann einfach abbrechen. Und abbrechen ist natürlich aufgeben, aber ich habe jetzt auch keine Lust, hier stundenlang es gegen Wispic zu versuchen und dann auch noch zu verlieren. Ne, die beiden Vs. Verlieren und versuchen, beziehungsweise versuchen und verlieren. Kommt immer drauf an. Und schaut mal, er ist weiter weg. Ich habe keinen Millimeter, nicht mal einen Zentimeter, nicht mal einen Dezimeter, Meter, Kilometer oder eine halbe Meile irgendwie geschafft, jetzt hier an ihn dichter ranzukommen. Es wird einfach nichts. Ich kann machen, was ich will und ich weiß, das ist gerade Noob-Heulerei. Aber es wird ja auch nichts. Ne? Es wird nichts und so wird schon gar nichts. So, ich habe vergessen, was ich ja da gespeichert habe. Und das Schlimme ist, er ist einfach so weit weg. Jetzt mal im Ernst. Ich komme wirklich keinen Millimeter an ihn ran und ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Es ist wirklich, es ist demotivierend, es ist blöd und natürlich könnte ich jetzt in meiner Freizeit versuchen, dieses Level zu schaffen. Gar keine Frage. Aber ich weiß jetzt gerade echt nicht, was es mir bringen soll. Das kann ich übrigens schon wieder vergessen. Ich muss dicht an ihn rankommen. Und zwar an dieser einen Stelle, wo diese zwei Beschleunigungsstreifen relativ dicht aneinander sind. Ich zeige euch mal gleich die Stelle, beziehungsweise ich weise euch darauf hin, dass das die Stelle ist. Und dass ich an dieser Stelle schon keinen grünen Start hinbekomme, ne? Kein Power-Up. Nicht ein Start.
Ihr wisst, was ich meine. Hier den. Dann kann man das eigentlich schon vergessen, wenn man das einmal nicht schafft. Weil man braucht wirklich jeden. Und in dem Video, was ich gesehen habe, ist es halt so, ja, erstmal, der fliegt gar nicht in diese Pfützen rein. Ich weiß nicht, wie man aus diesen Pfützen irgendwie rauskommt. So, diese Stelle hier. An dieser Stelle überholt er den in dem Video immer, ja. Und so wird es natürlich gar nichts. Und ich fühle mich einfach verarscht. Weil es ist halt wieder diese Sache, ich gebe 100%. Ich gebe sogar mehr als 100%. Ich gebe 101%. Und ich werde einfach verarscht. Ich werde verarscht vom Spiel. Und wenn man jetzt sagen könnte, okay, Milz, dann probierst du einfach mal wieder mit Crunch. Ich habe es schon mit einem fetteren Charakter versucht. Problem ist, die lenken sich ja wirklich komplett beschissen. Und das bringt mir dann auch am Ende nichts. Wenn ich zwar schneller bin, aber schon gleich bei der ersten Kurve komplett verscheiße. Und wie schon gesagt, Whispick, der darf nicht so weit entfernt sein. Ich muss eigentlich mit jeder Runde ein bisschen an ihn rankommen. Und guck mal, er ist einfach weg. Er ist schon gleich hinter allen Bergen und wir haben jetzt schon wieder 6 Minuten und ich habe nichts erreicht. Nichts. Nichts, aber auch rein gar nichts. Und ich weiß nicht, wie ich... Ja. Ich darf nirgendwo irgendwie auch nur ein bisschen hängen bleiben. Sonst ist das ein verlorenes Spiel. Ja, Freunde. Ja, was soll denn das, ne? Warum bleibe ich da immer hängen? So, an dieser Stelle, ist der Typ einfach, ja, ist er so gefahren und dann hat er ihn fast, ne? Dann hat er ihn fast so überholt. Wenn er ihn nicht sogar schon überholt hat. Ne, und ich bin immer noch am Arsch. Ja. Danke. Danke für überhaupt gar nichts. Ich meine, ich versuche jetzt schon, die Kurven ganz eng zu nehmen, ne? Dass ich jetzt hier wirklich gar keine Probleme habe. Ich probiere jetzt einfach mal einen Trick und zwar gehe ich komplett vom Gas. Ja. und fahre an dem Teil vorbei. Ne, sobald ich kurz vor dem Streifen bin, gehe ich komplett vom Gas und werde erst wieder aufs Gas gehen, wenn ich den Boden berühre, beziehungsweise die grünen Flammen aufhören. Ah ja. Ja, Milz, ne, muss auch klappen. Okay, das ist also echt ein Trick. Also, wenn ich nämlich vorher schon wieder aufs Gas gehe, bremse ich ab und lande in der Pfütze. Pass auf. Hier. Habt ihr es gesehen? Oh mein Gott. Freunde, ich glaube, ich habe gerade einen Trick herausgefunden. Wir sind auf jeden Fall um einiges dichter. Ja, was heißt um einiges dichter? Wir sind ungefähr genauso weit entfernt. Aber wenn wir das vielleicht noch eine Runde gut schaffen, könnte uns das eventuell den Sieg kosten. Und in diesem Fall heißt das nicht, dass wir es nicht schaffen, sondern dass wir es schaffen. Weil schaut mal, guck mal. Der flutscht! Verdammt! Okay, Freunde. Also, ich bin jetzt auf jeden Fall schon um einiges dichter als die Videos davor. Das könnt ihr mir einfach mal an der Stelle glauben. Und dabei haben wir erstmal 9 Minuten aufgenommen. Ja, und die Erkenntnis, ja, okay, das war scheiße. Ich habe wieder die Taste gedrückt. Habt ihr auch gesehen. Weil sonst wäre ich noch 1/2 Kilometer weiter geflogen. Also, vom Gas gehen ist einfach der Trick, um schneller zu werden. Ja, klingt verrückt, ist aber tatsächlich die Wahrheit. Ja, und das war richtig dumm. Aber okay, man kann es schaffen, Freunde. Das Projekt ist doch nicht verloren. Also ich hatte jetzt wirklich schon große Angst, weil ich dachte mir, okay, das wird heute die letzte Folge sein. Ne? Ich werde jetzt nochmal richtig verkacken. Weil wie schon gesagt, ich habe schon 2 Folgen aufgenommen und 2 Folgen lang habe ich nichts geschafft. Oh mein... Habt ihr das gesehen? Oh meine Güte. Ich muss natürlich noch treffen lernen. Aber sonst war das gerade stabil. Stabile Rundfahrt, würde ich sagen. Ey. Guck mal, wie der Tier flutscht. Warum fährst du denn immer schlecht, Pipsi? Ach Mensch. Ich will natürlich jetzt versuchen, das ohne Cheat zu schaffen. Also außer den einen Cheat, der am Anfang. Aber komm. Ja, das ist noch hier nicht der halbe Blumentopf. Da habe ich es wieder zu früh gedrückt.
Man ist natürlich auch ein bisschen nervös, ne? Also man ist ja auch, der Schweiß, der treibt einen auf die Stirn. Die Schweißperlen, sie strömen wie Sturzbäche. Es ist wirklich, als wäre es zum ersten Mal Weihnachten. Okay, was erzähle ich hier eigentlich? Okay. Können wir vergessen. Ich meine, ich könnte es wahrscheinlich so oder so noch schaffen. Aber ich möchte natürlich hier einen Perfect Run hinlegen. Da mache ich euch natürlich nichts vor. Und ein Perfect Run geht natürlich nur, wenn man von Anfang an 1000% mit Cheats gibt, ne? Also sonst kann man das vergessen. Ach, das ist doch hier schon wieder alles nicht euer Ernst. Pipsi, nein, jetzt habe ich mich versaved. Ach, nein, ich habe mich versaved. Ach, ist das ärgerlich. Tja, Freunde, deswegen cheatet man nicht. So. Deswegen cheatet man halt nicht, ne? Damit so etwas Ärgerliches nicht passieren kann. Ne, wisst ihr was? Das starte ich doch nochmal gleich von vorne. Guck mal, er ist so schnell. Ey, ich wünschte, ich wäre so schnell, ne? Ich wünschte, ich wäre Sonic the Wispick. Macht das Sinn? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber ist egal. Was bei mir Sinn und was Unsinn ist, das ist quasi eine Seite der Medaille, nur eben andersrum. Okay, wir sind ungefähr genauso dicht an Wispick wie vorhin. Und wisst ihr was? Wir scheißen jetzt einfach auf die perfekte Runde. Weil noch ist der goldene Blumentopf weder für Wispick noch für mich gewonnen. Und wenn ich einfach jetzt den Gamer mal in mir rauslasse. Nein, verdammt nochmal. Ich könnte brechen, ey. Ein Treffen ist natürlich so eine Sache, die weiterhin gefordert bleibt. Aber wie ihr schon seht, also wenn ihr zumindest diesem Gameplay weiter zuschaut, hier an dieser Ecke, die ist super entscheidend. Und jetzt diese beiden Beschleunigungsstreifen, die sind Gold wert, wenn nicht sogar Hardgold. Da kann ich gerade mal zu der Randomizer Nuzlocke Challenge verweisen. Ich habe jetzt einfach mal frech, wie ich bin, gespeichert. Ja, Freunde, wenn ihr der Randomizer Nuzlocke Challenge von mir beipflichten wollt, jeden Dienstag so gegen 15 Uhr kommt dort ein neues Video. Schaltet gerne ein. Nächste Woche wird es wieder absolut spannend. Wie gerade dieses Rennen, wenn nicht sogar noch spannender. Ja. Ich komme nicht so schnell auf die Tasten. Okay. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, okay, Mills, was soll das? Ich meine, du bist jetzt in Runde 3 genauso weit wie in Runde 1. Ja, und das ist halt auch gut so. Denn in vorherigen Spielen war es wirklich so, ich war dann immer komplett abgeschnitten. Und schaut mal, wie dicht ich... Der Blöd... Das hätte es gewesen sein können. Ich hätte das geschafft. In 15 Minuten. Mit Cheats, aber ganz im Ernst, Freunde. Man muss manchmal auch einfach... Jetzt ist mir auch noch der Kopfhörer aus den Ohren gerutscht. Das heißt, ich muss jetzt ohne den Game-Soundtrack schaffen. Oh, wieder beschissen gesaved. Ich spiele das jetzt ohne Kopfhörer durch. Also, es tut mir leid. Aber ich kenne die Musik eh. So... Ja, wahrscheinlich war es total asynchron. Aber gut. Ja. So wird es nichts, ne? So wird es halt auch nichts. Mit dem Sieg hier. Oh, komm schon. Komm schon, Wispick. Ich besieg dich jetzt. Ich hab's im Urin. Ich hab es in der Urinierungsphase, hab ich's. Nein, Mann, es ist so knapp. Es
so knapp ist das? Es ist so knapp. Oh Mann, warum ist das denn so knapp? Kann das nicht ganz so knapp sein? Schwierig. Schwierig mit anzusehen. Oh, das ist doch alles. Grützwurst mit Pfeffer. Ich mag keine Grützwurst, mal an der Stelle. Aber gut, was will man machen, ne? Pfeffer mag ich hingegen sehr gerne. Ich mag schön gepfeffert. Ah, Scheiße. Scheiße. Kann doch nicht angehen, oder was? Komm, einmal. Einmal ein Gamer sein, Mills. Einmal ein Gamer sein. Ein Gamer, der zwar mit Safe States spielt, aber immerhin. Immerhin, ne? Immerhin Gamer. So, oh, oh, jetzt, pass auf. Nein! Ach, weil ich auf seine Hufen geachtet, auf seine monströsen Hufen, die er sich bestimmt nie die Zehennägel schneidet. Ah. Dieser Whispack, der macht mich fertig. Der macht mich... Ich konnte Pipsi nicht lenken. Okay, ich hätte sie wahrscheinlich lenken können, aber ich dachte mir so, oh, komm, das schaffst du. Dann habe ich es nicht geschafft. Weil man konzentriert sich komplett auf Whispick und deshalb konzentriert man sich überhaupt nicht auf sein eigentliches Gameplay. Und, ach, guck mal, wie, das ist immer so knapp. Das ist so knapp. Ich verdrücke mich hier noch, ne? Ich schaffe es gleich, mich schon wieder zu versafen. Dann kann ich den ganzen Scheiß nochmal spielen. Und wir sind bei 17 Minuten. Alles ärgerlich hier. Ärgerlich. Und guck, ganz im Ernst. Wenn Pipsi so weit fliegt, was soll denn das? Warum bist denn du so leicht? So ein Leichtgewicht. Nimm's nicht auf die leichte Schulter. Wir haben keine leichte Milz. Wir haben keine leichte Mission zu erfüllen. Wollte ich eigentlich sagen, aber eine leichte Milz haben wir auch nicht. Ja, vielleicht mal ein Fun-Hack. Fact. Ich war vor einem halben Jahr oder so mal, bei einem Onkel Doktor, hatte mich da aufgrund von Bauchschmerzen untersuchen lassen. Ist jetzt auch gar nicht weiter wichtig. Und auf jeden Fall meinte er dann so zu mir, ja, Herr Milzkuhn, Sie haben eine leicht vergrößerte Milz. Oh mein Gott, der Milztalk. Der Milztalk. Der Milztalk wird mich retten. Fick die Henne. Schade aber auch. Okay, wir müssen weiter über meine Milz reden. Es tut mir leid. Ja. Eine leicht vergrößerte Milz habe ich. Ja, er meint aber, ist jetzt nicht weiter schlimm. Sei in so jungem Alter nicht, weiß jetzt nicht ungewöhnlich, aber nicht bedenklich. Sagen wir es mal. Ich habe mich versaved. Scheiße, ich habe mich doch nicht versaved. Oh, ich wollte mich schon gerade aufregen, als würde es keinen Morgen geben. Oh Gott sei Dank. Oh, 19 Minuten. Komm, wir schaffen das jetzt noch schön glatt auf die 20. Minute. Ich meine, wird ein bisschen knapp. Aber könnte was werden. Es wird nichts. Verdammt nochmal. Okay. Jetzt strengen wir uns mal wieder ein bisschen mehr an hier. Also fies finde ich zum einen jetzt hier diese Stelle, weil man kriegt halt so viel Speed, dass man hier durch die ganze Map saust. Verdammt. Hey, das ist aber auch ein knappes Ding, ne? Das ist so knapp. Da muss wirklich am Ende alles flutschen, was zu flutschen hat. Sonst wird es nichts. Okay. Komm, 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 komm. Jetzt. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Und ich hab die Kopfhörer wieder in den Ohren.
Tja, Whispick. Schade, Marmelade. Du hast verloren. Okay. Und da verschwindet er, ohne ein Wort zu sagen. Ein wahrhafter Bösewicht. Und da kommt unser Freund Touch, Tai, wie auch immer, vorbei. Und eine Uhr. Ja. Let's party. Das würde ich auch sagen. Und die Party ist schon im Gange. Pipsi unterhält sich mit Crunch, welcher uns natürlich auch sehr viel geholfen hat. Dort ist, ich weiß gar nicht, heißt sie Turtle? Auf jeden Fall ist da noch Timber und Tai, hey, Strich, Touch ist auch da. Und der Dax. Der Dax wird fallen, aber in diesem Fall ist er da. Diddy Kong fliegt auch an und es scheint so, als wäre alles geschafft, als wäre die Welt ein besserer Ort ohne Whispick. Und da versteckt sich Whispick hinter dem Leuchtturm und scheint ganz böse Absichten zu haben. Es schreit nach einem Continue. Oh mein Gott, noch schlimmer. Er crasht die Party und scheint sehr böse zu sein. Tut mir leid, ihr Würmer, ihr müsst nun Tschüss sagen. Ich habe gerade nicht den Text gelesen, das ging mir zu schnell. Und oh mein Gott, die Aliens kommen. Denn das Spiel ist noch nicht zu Ende, Freunde. Oh nein, er schießt. Er wird uns doch nicht umbringen wollen. Und warum ist Whispick eigentlich so riesig? Ist das eigentlich Ganondorf? Man weiß es nicht, ne? Auf jeden Fall lässt er sich hochbeamen vom Scotty. Und er verschwindet in den Sternen. Und das kann eigentlich nur eins bedeuten. Und zwar die Credits sind da. Ja. Die Credits, Freunde, das ist ja jetzt gar nicht mal so spannend. Ja gut, dann werde ich jetzt mal kurz mein Zwischenfazit bringen. Also das Spiel ist natürlich noch nicht zu Ende. Es geht weiter, es wird eine neue Folge kommen. Natürlich nächste Woche. Und dann muss ich mal schauen. Also entweder schauen wir uns dann die nächste Welt an, oder aber wir gehen nochmal in die vergangene Welt, und zwar in die Ritter-Drachen-Mittelalter-Welt. Da haben wir auch noch ein bisschen was zu erledigen. Und wir haben ebenfalls noch die Trophy Races zu schaffen. Also, ne? Stand da gerade, deswegen habe ich es gesagt. Nein, auf jeden Fall, wir haben noch einiges in dem Spiel zu schaffen. Ich denke mal, ja, mein Gott. Ja, wir haben noch eine Welt vor uns und dann noch ein bisschen was Schwieriges. Also, ich nehme mal an, so einen Monat werden wir noch mit Diddy Kong Racing zu tun haben, zu kämpfen haben, wie auch immer. Und dann haben wir Diddy Kong Racing auch endlich geschafft. Ich bin mal echt gespannt, ob Diddy Kong Racing noch vor Pokémon Heart Gold abgeschlossen sein wird oder andersrum. Das wird, glaube ich, fast gleichzeitig könnte es sogar passieren. Das wäre ja richtig unangenehm. Auf jeden Fall, ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, ja, was kommt denn jetzt danach? Also es werden zwei Projekte kommen, welche ein wenig anders verlaufen werden als bisher. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwann in einer Folge so ein bisschen angeteasert. Und zwar zum einen habe ich mit meinem Bruder Nero ein Projekt aufgenommen, beziehungsweise wir sind noch ein bisschen dran. Das wird kommen, das wird sich so ein bisschen mehr an das erwachsene Publikum richten. Wobei ich natürlich sagen muss, meine Videos sind generell, glaube ich, eher an das ältere Milieu gerichtet. Einfach, weil ich Dinge manchmal von mir gebe. Ja, ich sag nur, fick die Henne. Ja, auf jeden Fall, da wird was kommen, da könnt ihr euch drauf freuen. Und zum anderen wird ein Projekt kommen, also dieses Projekt mit Nero und mir, wird immer Samstag oder Sonntags kommen. Und dann wird noch ein anderes Projekt kommen, das wird tatsächlich täglich erscheinen. Wird aber immer relativ kurz gehen. The End? Fragezeichen? Ja, wahrscheinlich nicht.
Und ja, das wird ein bisschen entspannter, ruhiger zu sich gehen. Es wird im Gegensatz zu dem, was ich halt mit Nero aufnehme, ja, entspannt laufen. Okay, wir sind wieder im Hauptbildschirm. Und Diddy Kong winkt uns schon zu. Das heißt, ich beende jetzt einfach mal den Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und wenn dem so sein sollte, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Schreibt einen Kommentar, wenn ihr mir etwas auf den Weg geben wollt. Wie zum Beispiel, Milz, du hast es ohne Cheats nicht geschafft. Du bist schlecht. Such dir einen Job. Ja, sonst fällt mir jetzt aber nichts mehr ein, was ich sagen sollte. Am besten, ja, sage ich jetzt einfach Tschüss, weil sonst wird es einfach unnötig in die Länge gezogen. Aber das kann ich ja besonders gut. Wir sehen uns und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Diddy Kong Racing, womit auch sonst. Ja, und da machen wir wieder wunderbare Sachen und dieses Intro haben wir noch nie gesehen. Und ja, wir werden es jetzt auch nicht weiter sehen. Tschüss.